Hallo, herzlich willkommen ein weiteres Mal aus dem Tamron-Studio. Heute mit einem neuen Gast, Thomas Rauhut. Hi, Hallo, herzlich hallo. willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Du bist Autofotograf. Ganz spannende Sache auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir nachher schicke Autos zu sehen bekommen, Das stimmt. an tollen Locations. Dafür brauchst du immer großes Equipment. Ja, das ist richtig. Vielleicht erzählst du uns mal, welche Objektive du wofür ganz genau verwendest. Ja, sehr gerne. Ich habe ja echt einiges von euch, was mich aber immer wieder sehr, sehr, sehr freut. Ich fange immer meistens mit dem Standard bei mir an, das 24-70 habe ich immer auf meiner Kamera als erstes drauf, um quasi generell ein bisschen spontan zu sein, wenn ich jetzt aus dem Auto rausspringen muss und schnell gehen muss, dass ich immer variabel zoomen kann. Ansonsten, wenn ich Details machen möchte, quasi für den Innenraum, sei es jetzt ein Schaltknopf, ein Startknopf, ein neues Bedienelement, was die Kunden ranbringen, immer das 35er, einfach weil es eine perfekte Brennweite ist, um das freizustellen, mit der offenen Blende, vor allem mit dem 1.4. Wenn ich jetzt fahrende Aufnahmen mache, wenn ich mit Assistenten unterwegs bin und quasi Mitzieher mache, würde ich gerne immer hier diese beiden Brennweiten nutzen, 70-200 oder 100-400. Ich hatte jetzt in Mallorca nur das 70-200 dabei, weil ich einfach beide nicht brauchte, weil ich wusste, dass ich eine gewisse Entfernung nicht überschreiten werde. Das 100-400 hatte ich in Norwegen dabei letztes Jahr. Das war super, aber für Mallorca wusste ich, dass 70-200 reicht. Und ansonsten für Innenraumaufnahmen nutze ich immer das 15-30, einfach weil es das perfekte Weitwinkel ist, um alles perfekt in einem Foto eben darzustellen. Mallorca, du sprichst es schon an. Wir sehen nachher schöne Bilder aus Mallorca. Wie sieht es da aus mit den Locations? Bist du vorher schon mal da, guckst dir die Locations an? Oder bist du vor Ort und entscheidest dann, du gehst in den Hafen oder ins Gebirge oder sonst irgendwo hin? Oder gibt es so genaue Vorgaben vom Auftraggeber, dass er sagt, wo er die Bilder haben möchte? Jetzt bei Mercedes war es in dem Fall so in Mallorca, dass ich quasi die Auftrag bekommen hatte, wo es hieß, wir hätten gerne neue Aufnahmen von dem EQP auf Mallorca, also spanische Bilder. Da habe ich auch gesagt, das ist super, weil ich erstens relativ oft auf Mallorca war. Also ich kannte mich dort Gott sei Dank schon ein bisschen aus. Denn wenn der Kunde es wünscht, fliege ich natürlich auch vor Ort hin und schaue mir das dann direkt an. Aber da ich jetzt schon öfters privat da war und auch verschiedene Locations ausgesucht hatte, die jetzt nicht klassisch touristisch sind, wusste ich schon, wo ich bildlich ein paar Bilder machen kann. Das Schwierige bei Autofotografie ist eben immer nur, es gibt tolle Locations, die man da nutzen kann, aber halt meistens nicht mit dem Auto. Es gibt in Innenstädten super schöne Plätze, da weiß man aber, man kommt mit dem Auto nicht hin. Und damit ist es wieder schwierig. Das heißt, ich schicke dem Kunden dann schon mal so ein paar Handybilder, die ich gemacht hatte im Urlaub und sage, ich kann mir vorstellen, da könnte es gut aussehen. Oder schaue dann halt mit Google Maps und Street View, dass ich dem Kunden halt eine Art Konzept schreibe, wo ich sage, das habe ich mir gedacht, wie jetzt eine Bergstraße, ein Hafenbild oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und dann wird es dann meistens danach abgesegnet. Aber wie gesagt, das ist kundenspezifisch. Wenn der Kunde sagt, bitte flieg mal vorher hin, dann mache ich das. Und ansonsten verlasse ich mich einfach darauf auf ein Bauchgefühl und hoffe einfach, dass es dann vor Ort funktioniert. Und dass auch nicht zu viele Touristen da sind, weil ich Ja. kann mir vorstellen, gerade in Mallorca, wenn du jetzt sagst, Palma, Innenstadt, da musst du dir schon ein paar Leute vom Hals halten. Das ist richtig, ja. Aber nicht nur in der Innenstadt, auch auf den ganz schön abgelegenen Straßen sind doch wirklich überall Touristen, was ja eigentlich gar kein Thema ist, wenn man mit den Leuten nett spricht. Machen ja auch meistens Platz, aber es ist halt doch sehr, sehr schwierig, eine Location zu finden, die halt frei ist von allem. Sei es mal Fremdhersteller, was bei Autos halt extrem wichtig ist. Ich kenne das nicht, für Mercedes einen Job machen und dann ist dann halt ein BMW, Audi, Opel, was auch immer noch mit dabei. Aber wenn man einfach mit den Leuten nett spricht, dann kriegt man auch von denen sogar Hilfe. Also ich hatte eine Stelle, wo ich dann wirklich gefragt habe, hier könnt ihr mal kurz mir helfen, weil ich da absolut kein Auto haben darf. Und dann haben sogar Touristen mir geholfen, kurz den Parkplatz freizuhalten. Also es ist einfach immer nur eine Frage der Prima. Kommunikation. Ja. Und dann nachher habe ich auch gesehen, steckt noch sehr, sehr viel Bildbearbeitung drin, weil Spiegelungen rausgenommen werden müssen und, und. Also da bist du auch noch eine Zeit lang beschäftigt. Definitiv, ja. Also die Fotos versuche ich immer von vornherein schon als meinen eigenen Anspruch so aufzunehmen, dass die halt schon gut belichtet sind, doch alles so passt. Aber halt Begebenheiten wie Dreck auf der Straße, Spiegelung, Reflexion. Ich habe dann an dem Tag nicht dran gedacht, dass ich halt meistens keine hellen Klamotten anziehe bei Fotografie in meinem schwarzen Auto, weil ich mich dann selbst im Lack spiegel. Oder halt Hintergründe, die ich nicht beeinflussen kann. Wenn ich jetzt im Bild einen Hafen mache, dass da halt einer mit einem Boot durchfährt, was da nicht sein soll, oder Gegenlicht, was blöd ist. Oder da gibt es so viele Faktoren, die halt aus den Bildern rausgemacht werden müssen. Und das zeige ich euch später noch. Ich glaube, da sehen wir gleich ein sehr gutes Beispiel. Deswegen freut euch auf schöne Bilder, auf tolle Autos, schöne Landschaften. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Thomas Rauhut. Won't shoot me down soon.
Ja, dann nochmal ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Thomas. Ich bin Berufsfotograf, komme hier aus Köln und freue mich sehr, hier bei Tamron einen Vortrag halten zu dürfen. Ich starte jetzt auch am besten direkt mal mit mir. Wie gesagt, ich bin Thomas, 32 Jahre alt, komme aus Köln, bin seit 2015 selbstständig, habe hier in Köln meine Ausbildung zum Fotografen gemacht, 2012 bis 2015, und mich direkt danach entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich meinen Job einfach liebe und mir gedacht habe, keine Zeit verschwenden, direkt loslegen. Schwerpunkte sind bei mir Automotive und People. Ich bin gelernter Porträtfotograf, habe allerdings in meinem Gesellenstück ein Auto fotografieren müssen und bin dabei auch hängen geblieben und deshalb heute mein Vortrag über Autos und generell meine Arbeit damit. Was ich an Equipment nutze, wenn ich fotografiere. Ich arbeite mit Nikon, habe als Hauptkamera meine Nikon D850, als Backup meine Vorgängerkamera, die D810. Beides Kameras mit sehr hoher Auflösung. Das hat den Hintergrund, dass ich eben, wie gesagt, für große Autofirmen arbeite. Und wenn die eben den Wunsch hätten, dass ich große Prints damit verausgaben könnte, dann wäre halt 4 Megapixel schon sehr vorteilhaft. Ansonsten arbeite ich mit einer Drohne, die ich leider sehr selten nutzen kann, durch die ganzen Richtlinien, die es aktuell gibt. Aber ihr werdet trotzdem nachher ein paar Videos und Filme davon sehen. Ansonsten immer in meinem Rucksack mit dabei, meine ganzen Objektive von Tamron. Einmal das 1530-28, perfekte Weitwinkelobjektiv, um Innenaufnahmen perfekt von Autos darstellen zu können. Das 35er mit 1,4er Blende ist grandios, um Details darzustellen. Ich habe mich total in dieses Objektiv verliebt. Ich werde nachher auch ein, zwei Shots davon sehen. Das ist schon herausragend. Ansonsten, das klassische 2470 habe ich immer auf meiner Kamera mit drauf. Ist quasi immer der Anfang, mit dem ich beginne, um mich für erstmal quasi warm zu schießen, wenn ich Fotos mache. Als nächstes das 70-200. Super Telebrennweite. Nutze ich meistens für Midzi oder wenn ich generell etwas freistellen möchte. Wenn ich erkenne an der Location, dass ich sehr viel Platz im Hintergrund habe, nutze ich diese Optik. Und wenn es extrem weit sein soll, dann auch gerne auch das 100-400. Hatte ich jetzt in Mallorca nicht dabei, wollte es aber trotzdem auflisten, weil es eben meinen Fotorucksack komplementiert. So, meine Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, sind einmal zum Beispiel Audi, Jaguar, Land Rover, Ford. Ich liste sie jetzt nicht alle auf, weil ihr könnt das ja alles schön sehen. Das sind schon einige, die ich mir jetzt in der ersten Zeit sehr hart erarbeitet habe, denn man meint immer, es wäre so leicht, man schreibt eine Firma an und kriegt direkt einen Job, aber leider ist das nicht so. Denn da ist die Branche doch etwas hart umkämpft und es das heißt immer, ja, du bist ja erst 32, was willst du denn schon nachweisen? Es hat sich zwar mittlerweile schon etwas gebessert, aber die ganzen Marken, die ihr hier seht, waren sehr viel Arbeit und ich bin auch echt stolz drauf und bin umso stolzer darauf, jetzt euch den Roadtrip von Mallorca zeigen zu können, den ich mit Mercedes gemacht habe. Das war eine ziemlich spontane Aktion. Mercedes hatte mir geschrieben und hatte gesagt, dass sie ein neues Coupé launchen und ob ich ein paar Bilder davon machen könnte. Dann habe ich direkt ein Konzept geschrieben, war total begeistert, habe mir halt Gedanken gemacht, wo ich da Bilder machen könnte. Und der Vorteil daran ist, dass ich schon öfters in Mallorca war und dann auch nicht diese klassischen Touristenstädte absuche, sondern auch wirklich ein bisschen abseits vom Schlag, sagt man so, glaube ich. Und habe mir dann halt da überlegt, wo könnte ich die Bilder machen? Habe dem Kunden dann ein Konzept geschrieben mit den verschiedenen Standorten, die ich gerne fotografieren wollte. Und als das dann alles abgesegnet war, auch mit Kosten von Benzin, Maut, Fähre, Hotel, weiß der Geier, hatte ich dann alles zusammen und der Roadtrip konnte starten. Jetzt habe ich euch hier noch eine Karte gezeigt, wo man sehen kann, wo die Route losging. Und zwar bin ich gestartet von Köln nach Stuttgart, um das Fahrzeug abzuholen. Bin dann von Köln nach Barcelona gefahren und ich kann euch sagen, die Fahrt dahin hatte ich mir entspannter vorgestellt. Es sind laut Google Maps knapp 14 Stunden Fahrzeit. Es waren aber so um die 19. Denn das Wetter war alles andere als gut. Ich hatte auf der Hälfte der Fahrt Platzregen, Hagel und sogar Schnee. Und das im August. Also das ist unvorstellbar. Von Barcelona aus ging es dann relativ entspannt mit der Fähre rüber nach Mallorca. Dort hatte ich dann 3 Tage Zeit, um die Aufnahmen zu machen. Dann ging es wieder direkt zurück mit der Fähre nach Barcelona. Von dort habe ich mir dann gedacht, jetzt fahre ich nicht straight wieder durch Österreich und die Schweiz, sondern ich fahre noch kurz nach Monaco. Weil wenn man schon so ein schönes Auto dabei hat und den Umweg gerade machen kann, dachte ich mir, halte ich noch kurz in Monaco an, mache noch ein paar Bilder am Hafen. Und von dort ist dann wieder zurück nach Stuttgart und wieder nach Köln. So, jetzt ein ganz kleines Video, wo ich euch zeigen möchte, wie das Wetter zum Beispiel ausgesehen hat. Denn ich habe das Auto abgeholt in Stuttgart, bei blauem Himmel, Sonnenschein, fahre auf die Autobahn und es fing an zu regnen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen.
Weiter ging es dann über Österreich, die Schweiz und dann in den Sonnenuntergang in die erste Location. Das war Montpellier, wo ich übernachtet hatte, weil die ganze Strecke an einem Tag fahren ging nicht. Am nächsten Morgen ging es dann direkt weiter und wir kamen nach Barcelona. So, dann habe ich mir gedacht, cool, da liegt schon die Fähre, mit der ich fahre, weil ich wusste zwar die Marke der Fähre, also dass es die Balearia-Fähre ist, aber ich wusste halt nicht, welche. Denn in diesem Terminal war etwas Chaos und es wusste auch nicht direkt wirklich jemand, welche Fähre fährt. Und so schön es dann ist, wenn man alles sehr knapp geplant hat, fiel mir dann auf, dass meine Fähre einfach mal 6 Stunden später fuhr. Und das ist dann so eine Sache, die man absolut nicht einkalkuliert hat, wenn man eh nur 3 Tage Zeit hat. Anstatt mittags zu fahren, fuhr die Fähre dann abends über Nacht, was an sich ja gar kein Thema ist, weil dann habe ich weniger Zeit verloren, aber der ganze halbe Tag, der mir halt verloren ging, war halt flöten. Habe ich mir die Zeit trotzdem genutzt und dachte mir, komm, fährst du halt mal dahin und machst mal ein schönes Bild mit der Fähre im Vordergrund. Wie ihr sehen könnt, da das 2470, wie schon erwähnt, immer das Objektiv, was direkt drauf ist, mit dem ich dann direkt losgelegt habe und die Bilder gemacht habe. Da waren relativ viele Autos. Ich habe jetzt hier leider kein Vorher-Nachher-Bild, aber ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Parkplatz nicht frei war. Ihr werdet nachher noch was sehen, wie ihre Tusche aussieht. Als nächstes zeige ich euch gerne jetzt ein kleines Video, wie man mal sehen kann, wie es in die Fähre reingeht und generell die Fährfahrt bis nach Mallorca. So, die Fährfahrt über Nacht war eigentlich relativ entspannt, nur die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich generell in Flugzeug und Fähren generell auf Sachen, wo ich nicht selbst mit entscheiden kann, ich kann einfach nicht schlafen, ich war hundemüde und wir kamen morgens relativ früh auf Mallorca an und zwar, ich glaube, um 6 Uhr. Ich habe euch jetzt mal was rausgesucht, dass ihr mal sehen könnt, wie so eine Planung quasi von mir aussieht für den Kunden. Also ich habe mir logischerweise schon mal eine grobe Route ausgesucht, wie ich die Strecke am besten abfahren möchte in den 3 Tagen. Natürlich sind das dann Tagesetappen gewesen und ich habe jetzt nicht alles an einem Tag gemacht, denn wie ihr seht, 7,5 Stunden Fahrt an einem Tag, dann fotografiere ich nicht mehr. Aber der Plan war, wir kommen in Palma an, fahren direkt erstmal zu unserer Location, zu unserem Hotel, schmeißen da alles raus, frühstücken mal kurz was und dann fängt der erste Tag an. Ich habe mir, wie gesagt, verschiedene Sachen rausgesucht, die etwas außerhalb liegen, weil ich einfach den Touristenstrom umgehen wollte. Was nicht immer unbedingt funktioniert hat, aber das seht ihr gleich noch. Und oben links und rechts könnt ihr sehen, habe ich mal so Bilder eingeblendet, die ich mit Street View gucke, weil ich halt ein paar Locations hatte, wo ich schon vor Ort war und da auch wusste, da kann es gut funktionieren, aber manche wusste ich es eben nicht. Ganz besonders oben links das Bild, werdet ihr dann nachher auch nochmal sehen, hat eine große Rolle, denn das Bild sieht jetzt so ziemlich gut aus, man denkt sich, da kann man bestimmt hinfahren, aber das war nicht ganz so einfach wie gedacht. So sieht es dann aus, wenn ein Fotograf Fotos macht. Hochprofessionell, ich weiß, vor allem wie ich da rechts sitze, ist sehr elegant, aber das muss einfach so aussehen. Und wenn man sich jetzt fragt, warum hat der Typ in der einen Hand eine Kamera und in der anderen Hand einen grünen Zweig, hat auch seine Berechtigung, das seht ihr jetzt gleich, denn ein Bild lebt meistens durch Tiefe oder durch Dynamik. Und wenn man dann quasi was im Vordergrund hat, ist das schon sehr hilfreich und das seht ihr jetzt. Denn rechts die Gräser, die waren halt schon mal da, aber links fand ich es irgendwie ein bisschen zu kahl. Es war mir einfach zu viel Asphalt und habe dann eben diesen grünen Büschel einfach mal ins Foto reingehalten, nur so ein bisschen was an Unschärfe reinzubringen. Und das seht ihr jetzt hier. Also ich finde, das macht das Bild schon ein bisschen interessanter. Generell ist die Location ziemlich gut. Aber so Kleinigkeiten machen es halt aus. Und das ist auch ein Foto, was entstanden ist über Street View, weil ich war persönlich noch nie dort, habe aber mit Street View über diese ganze Straße lang gegangen und habe dann gesehen, da könnte man, glaube ich, ganz gute Bilder machen. Und es hat sich definitiv gelohnt. Ansonsten, wenn ich dann da oben bin, habe ich halt das Problem, dass da nicht nur ich bin, sondern auch andere Autos. Und deshalb zeige ich euch jetzt kurz ein kleines Video, wie das dann aussieht. Und die meisten von euch werden es kennen. Sacalobra, eine der bekanntesten Straßen in Mallorca. Diese ganz tolle Serpentinstraße, wo man einfach, ja, eigentlich schöne Bilder machen kann, wenn niemand da ist.
Wie ihr eben schon gesehen habt, könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, wo das Bild entstanden ist. Es war nicht ganz so leicht, denn ihr könnt die Zeiten ja auch sehen. Ein 125. ist jetzt nicht unbedingt so krass, dass es jetzt so verwischt wäre. Da wurde halt schon noch ein bisschen digital nachgeholfen. Aber anders war es einfach nicht möglich, denn hinter mir ist ein Parkplatz. Links kommen immer Leute über die Brüstung geklettert, weil sie nach vorne gehen, um die schöne Aussicht zu genießen. Ihr werdet auch auf dem Video gesehen haben, dass da mehrere Leute rumlaufen und auch verschiedene Autos parken. Also ich musste wirklich relativ schnell handeln, habe ein 1530 draufgepackt, bin halt nah dran und habe eben versucht halt mitzuziehen, um diesen Wischeffekt zu kriegen, dass es halt ein bisschen dynamischer aussieht. Schiebe doch auf. Hätte mich am Anfang eigentlich gestört, aber ich habe mir gedacht, ne, wir sind in Mallorca, es war wirklich warm. Es waren, glaube ich, knapp 33 Grad. Kann man auch bei einem Coupé mal zeigen, dass es auch ein Schiebedach hat. Und ich finde, das Bild wirkt wirklich sehr dynamisch. Jetzt hätte ich mir auch überlegt gehabt, vielleicht noch was zu retuschieren, wenn man sagt, das Gras vor dem Auto muss das sein. Aber ich finde, einfach ein Shot so direkt raus, gefällt mir sehr gut. Als nächstes, zwei andere Locations, gleicher Spot, nur andere Blickwinkel. Denn, wie ihr seht bei dem linken Bild, die Motorhaube bei so einem AMG ist nochmal deutlich hervorgehoben im Verhältnis zum normalen Mercedes. Also die von euch, die noch nicht wissen, um was für ein Fahrzeug es sich hier handelt, ich erzähle es mal ganz kurz. Das ist ein E53 AMG Coupé. Ist ein 3 Liter V6 Biturbo mit 400, ich habe es mir aufgeschrieben, 35 PS. Hat also sehr viel Spaß gemacht. Der einzige Nachteil bei so einem Auto an der schönen Landstraße ist nur der Verbrauch. Man fährt halt dauernd hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und da ihr euch vorstellen könnt, in so Bergstraßen ist jetzt mit Tankstelle nicht unbedingt so viel. Muss man auch gut haushalten. Hat alles funktioniert, aber meine Assistentin war nass geschwitzt. Denn wie ihr da wahrscheinlich denken könnt, auf der Straße war jetzt nicht kein Auto. Also da waren mehrere. Und ich habe dann wirklich mal versucht, Leute, die an der Straße entlang gewandert sind, zu fragen, ob sie mir kurz helfen könnten, indem sie einfach mal so ungefähr 300 Meter weiter unten einen Bus anhalten können, dass eben nicht mit ins Bild fährt oder gerade hinterher fährt, dass wir die Geschwindigkeit fahren konnten, die wir wollten. Denn meine Assistentin ist ungefähr 40 km/h gefahren, also nicht zu schnell, nicht zu langsam, dass ich halt noch einigermaßen schnell mitkomme und dann auch mit der Serienaufnahme, denn das Bild entsteht nicht mit einem Shot. Da sind schon mehrere Bilder entstanden. Wichtig dabei ist halt eine etwas höhere Blende, kurze Belichtungszeit, um quasi dann diesen Wischeffekt ein bisschen hinzukriegen. Rechts war es eben so, da habe ich mir gedacht, okay, ich bräuchte noch mal ein bisschen was auf Entfernung, um halt ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Und da habe ich dann das 70-200 draufgepackt, da ein 500stel gewählt, Blende 4, ISO 100, also ISO 100 ist eigentlich bei meiner Kamera optimal, vorausgesetzt ist es halt ein bisschen dunkler. Wie ihr links seht, auch noch ISO 50, um einfach dann ein bisschen mehr Details noch rauszuholen. So sieht das von oben aus. Ihr habt das Video eben ja schon gesehen, aber wenn ihr jetzt mal ganz nach links schaut, kommt die Straße von oben runter und macht dann so eine Schleife. Und in dieser Schleife seht ihr in der Mitte einen Parkplatz mit roten Autos und dann oben drüber so ein Dach an der Straße und links davon ist so ein kleiner schwarzer Fleck. Das ist der Mercedes von uns und links davon habe ich gesessen, als ich das Bild gemacht hatte und ich war nass geschwitzt, denn das Video, was ihr schon gesehen hattet, ist davor entstanden und währenddessen habe ich immer ein Händchen dafür, dass meine Drohne von Schwalben, was auch immer für Vögel, attackiert wird und die Verbindung einfach abbricht und dann sitzt man da, sieht irgendwo in Entfernung seine Drohne blinken und macht sich wirklich ins Hemd. Das ist nicht schön, aber es hat sich gelohnt, einfach mal so einen Überblick zu bekommen, wie es da aussieht. Die beiden Bilder, die ihr vorgesehen hattet, die Stelle, wie schon gesagt, wenn man runterkommt, ist das eine Bild mit dem 70-200 und das andere ist in der ganzen Geschlängelei, wo das Geschlängel der Straße ist entstanden, um einfach noch ein bisschen diesen Charakter der Straße hervorzuheben. Das Problem bei solchen Bildern ist, ihr habt ja auf der Karte am Anfang gesehen, Mallorca ist extrem groß und man fährt halt, um dorthin zu kommen, alleine schon knapp 1,5 Stunden von Palma aus. Das heißt, der erste Tag war eigentlich schon so gut wie gegessen, aber ich habe mir gedacht, komm, jetzt fahren wir zurück durch Palma, essen dann noch vielleicht was. Und auf dem Rückweg ist mir eine Fassade aufgefallen, die ich einfach so puristisch fand. Also ich fand das so modern und clean, habe ich gedacht, da musst du einfach anhalten. Und bin halt hingefahren, habe gesehen, es ist ein Hotel. Habe mir gedacht, okay, riesengroßer Platz davor, mach's einfach mal ein Foto. Aber dann natürlich nicht einfach so, sondern bin dann an die Tür gefahren, bin reingegangen, habe gesagt, hier, ich bin Fotograf aus Deutschland, ich mache mit Mercedes Bilder. Wollte fragen, ob ich gerne ihre schöne Location als Hintergrund nutzen darf. Und dann ging es erstmal los. Nee, geht ja gar nicht. Vor allem dann die deutsch-spanische Kommunikation. Also der Herr an der Rezeption war schon echt gut, aber er wollte mir einfach irgendwie nicht helfen. Und dann bin ich halt so typisch deutsch und habe gesagt, ich würde aber schon mal gerne dann den Vorgesetzten sprechen, weil ich will ja eigentlich nur ein paar Bilder machen.
Und dann kam er dann auch, wo ich dachte, der kommt eh nicht. Und der war super entspannt. Der war vielleicht so alt wie ich und sagte dann, ja klar, aber zeig mir mal kurz das Auto und dürfen wir die Bilder dann auch für uns nutzen. Und so, ich muss das halt mit Mercedes abklären, aber natürlich. Ihm das Auto kurz erklärt und dann sagt er, ja klar, ich gebe dir 10 Minuten Zeitfenster, weil wenn halt das Ordnungsamt kommt, das ist ja eine offizielle, ist ja keine Straße, sondern ein Platz vor dem Hotel. Aber mach einfach. Der war auch dabei, hat dann seine Story gemacht und war total begeistert. Der hat noch ein Selfie gemacht. War schon cool und ich bin echt happy, weil es ist ein sehr cleaner Look. Hat leider nichts mit Mallorca zu tun, aber ich bin vorbeigefahren und musste einfach das Foto machen. Und noch hier seht ihr wieder 2470. Ist einfach immer direkt drauf. Sobald ich halt ins Auto steige, packe ich wieder alles zurück, dass wenn ich halt spontan mal rausspringen muss, wie da, ich keine Zeit verschwende mit Objektivwechseln. Gleiche Location, anderer Blickwinkel. Fand ich einfach ziemlich genial mit der Spiegelung, weil man quasi das Fahrzeug zweimal hat. Und das kann man sich halt fragen, warum habe ich das Auto so rumgeparkt und nicht andersrum? Ich hatte bei dem Bild da vorher schon die Frontalperspektive und da wir ja geschult worden sind, von Kind an, von links nach rechts zu lesen, ist halt die Bildsprache so, dass du dem Auto folgst und das Bild quasi das Auto aus dem Bild rausfährt. Also ich hatte es auch vorher mal anders probiert, aber so fand ich es einfach schöner. Und man kann auch die schöne Auspuffblende von dem Mercedes sehen, denn da sind sie ganz stolz drauf, denn die ist jetzt rund und nicht mehr eckig. Ist Geschmackssache, aber ich finde es schön. So, was habe ich denn jetzt noch Schönes für euch? Cap Formentor. Der nächste Morgen, relativ früh. Das Bild ist zwar entstanden etwas später, die Reihenfolge ist jetzt nicht ganz korrekt, aber das hatte seinen Grund. Denn wir sind früh morgens aufgestanden und zwar um, ich glaube, gegen 4. Ich hatte vor, nach Cap Formentor zu fahren. Das ist ein Leuchtturm ganz oben im Norden der Insel. Super schön. Ich habe mir gedacht, okay, wenn du morgens um 4 aufstehst und um 5 ungefähr da bist, wird da wohl kein Mensch sein. Ja, habe ich die Rechnung ohne die Campingtouristen gemacht, denn da standen schon zwei Campingwagen, drei Autos und bestimmt 15, 20 Mann, die diesen Sonnenaufgang sehen wollten. Und auf dem Rückweg, also wie ihr schon seht, ist die Sonne schon aufgegangen, habe ich diesen Spot gefunden. Die Straße ins Nichts, aber es ist einfach so ein cooler Spot und ich musste einfach aussteigen und dieses Foto machen. Und ich bin auch echt stolz, weil das Bild wurde von Mercedes genutzt und kam sehr gut an. Auch hier 35 mm, ich habe ein bisschen rumexperimentiert, weil da hatten wir ein bisschen Zeit. Hatte erst das 24-70 drauf, fand aber den Vordergrund nicht unscharf genug, habe dann das 35 mm genommen, mich ins Gebüsch gesetzt. Und dieses Foto geschossen. Das Licht ist perfekt. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. So, jetzt zeige ich euch nochmal ein anderes Foto. Und zwar, erinnert ihr euch an das Foto, was ich euch gezeigt hatte bei Google Maps? Wo ich gesagt habe, das ist links oben in dem Hafen. Das ist das Foto. Und zwar blende ich das jetzt nochmal ganz kurz ein. Erinnert euch an das Foto. Das ist genau diese Location. Wenn ihr mal schaut, oben rechts neben der Laterne, seht ihr so eine kleine Ecke. Und das ist die Ecke, wo der Mercedes steht. Und da war es so, es hat funktioniert. Also ihr seht, das Auto durfte ich da parken. Aber auch hier war es so, auf dem Google Street View Bild kann man nicht sehen, dass hier vorne, wo ihr das Foto sehen könnt, ein Poller ist. Das heißt, da kommt man nicht hin. Vorausgesetzt, man hat eine Yacht oder ein Boot oder ist spanischer Millionär oder ich weiß es nicht. Alles dieses war ich nicht. Da habe ich mir dann gedacht, naja, da unten rennt so ein etwas gut genährter Spanischer herum. Fragst du den mal, ob du vielleicht mal ein paar Bilder machen kannst. Mit runter, mein Spanisch ist sehr begrenzt. Nämlich null. Habe dann auf Englisch versucht, ihm klarzumachen, dass ich Fotograf bin und die Location so toll fände und einfach mal fragen wollte, ob ich da ein Bild machen darf. Und dann guckt er mich halt an und schüttelt nur den Kopf und antwortet auf Spanisch. Ich habe kein Wort verstanden. Und dann kam aber, glaube ich, glaube, es war seine Tochter und sagte dann, ob sie helfen kann. Und sage ich, ja, hier, ich bin Fotograf und ich würde gerne ein paar Bilder machen, weil ich finde die Location so toll. Und nach Partydiskussion mit dem Papa war es dann wohl so, dass ich dann das Go bekam. Und dann sagte er, ja, komm mal mit Hand und Fuß, hat den Poller runtergemacht und mir dann so gezeigt. Ich deutete das einfach mal als 5 Minuten und habe dann angefangen, mich zu beeilen, um die Bilder zu machen. Das ist jetzt wirklich ein Schnappschuss, das war echt nicht viel Zeit. Und oben, ich weiß nicht, ob ihr das oben noch gut erkennen könnt in der Ecke, ist ein Restaurant und das war sehr gut besetzt. Das heißt, da saßen 30, 40 Mann, die dieses Spektakel beobachtet hatten, weil so ein AMG ist jetzt nicht unbedingt das leiseste Auto. Und es war sehr interessant, das Auto da vor, zurück, bis ich halt die perfekte Position hatte. Und anfahren ist immer sehr laut. Das heißt, es wurden sehr viele Bilder gemacht. Und ich habe mir schon gedacht, das gibt bestimmt noch Ärger. Aber wenn man an so einer Location ist, könnt ihr es mir wahrscheinlich nicht verübeln, dass ich danach noch kurz mich da hingesetzt habe, ein Eis gegessen habe. Und dann kam es halt. Dann kommt so ein Pärchen auf mich zu und straight auf mich zu. Direkt. Und ich dachte, okay, jetzt gibt es Ärger. Wahrscheinlich ist es irgendjemand von den Leuten, denen das Boot gehört, die sagen, das darfst du nicht nutzen, weil Nutzungsrecht und weiß der Geier. Aber es war ein englisches Ehepaar, die diskutiert hat, ob ich der Fotograf bin, der eben an diesem tollen Mercedes rum gelaufen ist, denn der Herr fährt genau das gleiche Fahrzeug. Und nur weil seine Frau ihn dazu überredet hatte, das zu kaufen, weil er als Engländer fährt einer Jaguar
Aber seine Frau sagte, nein, du musst deutsche Präzision kaufen und genau dieses Fahrzeug. Und sie wollten einfach alles darüber wissen und haben noch mit mir gequatscht über das Auto, weil es ist das Neuere. Und da passieren Geschichten, das glaubt man nicht. Also es war wirklich, wirklich schön. So, jetzt kommen wir zu der Reihenfolge, die wieder richtig passt. Erinnert euch an das Kap vom Mentorbild. Das ist morgens um knapp, ich glaube kurz vor 5. Und ihr seht die Autos da. Also das einzige Auto, was meins war, ist das ganz rechts. Die anderen Autos standen alle schon da und waren schon auf der Lauer für das perfekte Sonnenlicht. Ich habe natürlich nicht neben lassen, die Drohne fliegen zu lassen, was jetzt nicht ganz so leicht war, denn es war sehr windig, auch wenn man es nicht sieht. Aber ich habe hier mal ein kleines Video für euch vorbereitet, wo ihr da mal was sehen könnt. Wie ihr jetzt ja schon auf dem Video gesehen habt, war das einfach atemberaubend. Also diese Location ist wunderschön. Und auch wenn ich halt, wie gesagt, dachte, ich bin morgens um 5 Uhr da und es ist kein Mensch da, wurde ich eines Besseren belehrt, aber es war jetzt nicht dramatisch. Und es sind nicht nur Touristen da, sondern es sind auch Ziegen da. Und zwar einige. Also ich habe mir erst überlegt gehabt, retuschierst du es raus? Hatte ich für Mercedes auch gemacht, weil die halt sagen, es lenkt vom Auto ab. Ist auch eigentlich richtig, aber ich fand es schon ziemlich süß, weil das war eine ganze Ziegenfamilie, die da einfach dann am Auto vorbeigelaufen ist. Aber ich habe mir gedacht, komm, lässt es drin, weil es einfach mal so einen, ja, süßen Touch halt, ne? Auch da, wie ihr wieder seht, 24,70. Man könnte jetzt meinen, ich hätte viel Zeit, um das alles zu planen, aber du kommst halt morgens da an, hast dann so eine coole App, wo man sehen kann, Sonnenaufgang, wie lange, erstes Licht, weiß der Geier. Aber es passt halt meistens nicht. Und deswegen habe ich dann schnell mal 24,70 drauf, wie gesagt, drauf gehabt und dann direkt das Foto gemacht. ISO versuche ich bei meiner Kamera relativ niedrig zu halten. Es war deutlich dunkler, als das hier aussieht, weil wenn ich bei meiner Kamera mit der hohen Megapixelzahl über, sagen wir mal, 3.500 der ISO gehe, fängt schon an zu rauschen, was ich halt für Kundenaufnahmen nicht gut finde oder nicht wollen würde. Ich glaube, der Kunde wird das nicht mal bemerken, aber mein Anspruch selbst ist da so hoch, wo ich sage, das würde ich jetzt nicht gerne haben. Deshalb ISO 800, Blende zu 8, offen blende ich halt, um das ganze Licht reinzufangen, 400stel Sekunde plus Ziege. Auf den Weg zurück. Konnte es natürlich nicht nehmen lassen, noch ein paar fahrende Aufnahmen zu machen bei diesem atemberaubenden Licht. Also es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Das war auch eine spontane Sache. Das erkennt ihr immer bei mir daran, wenn ich halt das 2470 drauf habe. Denn wir sind auf dem Heimweg, das ist jetzt zwar die Fahrtrichtung Richtung Kap Formentor, aber ich habe mir gedacht, das sieht einfach zu gut aus. Wir müssen noch mal ein paar Mal hoch und runter fahren, um dieses Bild zu machen. Und ich finde, fahrende Aufnahmen einfach immer so etwas Dynamisches. Ein statisches Bild ist immer ganz schön, aber so ein fahrendes Bild wirkt einfach immer ein bisschen. Es wirkt mehr. Aber wir waren echt hundemüde, weil es war morgens, wie gesagt, so gegen, das ist jetzt glaube ich 6 Uhr schon. Wir hatten auch den ganzen Tag vor uns und es war auch schon der letzte Tag, denn es ging danach wieder mit der Fähre zurück nach Barcelona. Und das zeige ich euch nämlich jetzt. Denn wir hatten richtig Pech. Wir sind auf die Fähre gefahren und in die Fähre reinfahren ist eigentlich gar kein Ding. Aber diese Fähre hatte ein Unterdeck für die Autos. Man fährt nicht einfach geradeaus rein, sondern man fährt wirklich, wie ihr gleich seht, einfach komplett zickzack um 1000 Poller. Und da hatten wir auch das tolle Vergnügen, in einen Sturm reinzufahren. Ich bin eigentlich keiner, der seekrank wird, aber dieses Unwetter war nicht von schlechten Eltern, aber das seht ihr gleich.
Schneller Sprung, ne, von Barcelona nach Monaco, wenn das in echt so schnell gegangen wäre. Also wir kamen, wie gesagt, in Barcelona abends an. Das Wetter war, wie ihr gesehen habt, furchtbar. Ich wollte in Barcelona noch ein paar schöne Bilder machen, aber habe mir gedacht, ne, du bist eh hundemüde. Schlaf dich mal aus. Und dann sind wir direkt am nächsten Morgen früh losgefahren, um nach Monaco zu fahren. Fahrzeit war eigentlich 5 Stunden, glaube ich. Wir haben 13 gebraucht. Denn auf dieser Strecke war ein Unfall mit Vollsperrung und dann machst du einfach nichts. Das heißt, es hat sich alles um einen Tag nach hinten verschoben, was bei so einer Produktion echt schwierig ist, weil ich halt kalkuliert hatte, erstens was Kosten angeht. Hotels hatte ich reserviert. Das Gute war, ich kann ein bisschen Französisch. In Monaco spricht man ja Gott sei Dank Französisch. Hab dann da angerufen und sag, hier, wir kommen wahrscheinlich deutlich später. Kann man das noch vielleicht für eine Nacht verschieben? Ja, ging alles. Und dann kamen wir, wie gesagt, relativ spät abends erst an. Ich wollte den ganzen Tag aber eigentlich nutzen, um an diesem Abend schon wieder zu Hause zu sein. Ja, war wohl nix. Dementsprechend habe ich dann an dem Tag, wo wir ankamen, noch versucht, die Location zu spotten. Bin dann eben, wie gesagt, durch die Stadt gefahren, habe dann verschiedene Sachen rausgeschaut, weil in Monaco selbst war ich noch nie. Also wenn ihr da mal hin wollt, sehr zu empfehlen. Das ist jetzt am nächsten Morgen gewesen. Sehr, sehr, sehr früh. Denn das ist der allerletzte Tag, wo sie dann nach Hause gehen sollte. Und der Kunde sagte, bring uns das Auto um 16 Uhr. Ich wusste, ich fahre noch 7 Stunden von da bis nach Stuttgart, wenn ich zügig fahre. Also könnt ihr ahnen, da war nicht so viel Zeit. Das heißt, ich bin da am nächsten am Vortag schon da gewesen, habe mir die Location angeschaut und habe die Bilder morgens gemacht. Und wie es dann prompt so ist, stehe ich da, mache das Bild, alles war entspannt. Ja, und dann kommt jemand um die Ecke und stellt sich genau rechts ins Bild auf die Straße und bleibt auch stehen. Und guckte mich sehr, sehr böse an. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du irgendwas, jetzt hast du was verbrochen. Hatte ich auch, denn wenn du kein Eigner eines Schiffes bist, darfst du da einfach nicht drauf fahren, aber es steht nirgendwo ein Schild. Wusste ich halt nicht. Und dann fragte er so, ob ich halt ein Schiff da besitze. Und er sagt, wäre schön, wenn. Aber nein, ich bin Fotograf, das ist auch nicht mein Auto. Ja, und dann war es halt echt erstaunlich, denn mit so einem Auto ist man in Deutschland schon eigentlich, sage ich mal, gut dabei. In Monaco ist man quasi, das klingt jetzt wahrscheinlich total verrückt, ein ganz Normalo. Also als ob du bei uns in Golf fährst, ist das halt da ein E-AMG. Und dann sagt ihr also eigentlich, dürfte ich da gar nicht drauf, weil es nicht der Preis das entspricht, die da repräsentiert wird. Ich habe echt gedacht, ich höre falsch. Aber war super nett, habe ihm die Bilder dann gezeigt. Dann sagt er, ja, man kann ja nicht wirklich was erkennen, was die Schiffe angeht. Ich habe auch dann verschiedene Sachen wegretuschiert, dass man keinen Namen von den Schiffen lesen kann. Dass die Eigner sich nicht auf den Schlitz getreten fühlen. Habe ihn dann ganz nett gefragt, sage ich, ich habe noch eine andere Location, wo ich hin wollte. Dürfte ich da hin? Ja, aber nur, wenn er mitkommt. Weil falls da jemand kommt, könnte das Ärger geben, weil da, wo ich jetzt hingefahren bin, da standen halt die richtigen Schiffe. Das seht ihr gleich. Innenaufnahme. Auch nochmal das 1530 hier ein bisschen hervorzuheben. Man kennt wahrscheinlich Innenaufnahmen eher klassisch, dass man halt von hinten direkt frontal rein fotografiert. Mache ich eigentlich auch immer. Habe mir jetzt aber gedacht, irgendwie musste mal was anderes probieren und habe einfach links von der Kopflehne fotografiert. Einfach mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen, eher so diese Fahrerperspektive. Dass man halt mal so ein anderes Bild dafür bekommt, was man halt sonst hat. Und ja, jetzt wird euch wahrscheinlich auffallen, dass da die Lüftungsdüsen nicht richtig sind. Ist mir dann auch aufgefallen, aber ich habe leider kein anderes Foto gefunden. Was jetzt nicht schlimm ist, hat der Kunde auch gesagt, die sind halt zum Bedienen da. Aber mich hat es halt echt geärgert, weil ich hätte diese Düsen halt schon gerne gerade ausgerichtet gehabt. Dann habe ich mich selbst reingeritten, weil ihr es gar nicht bemerkt hattet. Egal. ISO 1000, weil es einfach innen drin sehr, sehr dunkel war in diesem Auto, weil schwarzer Dachhimmel, morgens relativ früh, noch relativ kaltes Licht, da ist nicht viel mit Helligkeit zu machen. 60. Sekunde kann man noch gut aus der Hand halten, ohne es halt zu verwackeln, hat der einen Bildstabilisator. Blende zu 8, offenblendig, das heißt, man musste genau fokussieren, um halt die Schärfe da zu haben. Und jetzt komme ich zu dem Bild mit diesem ganz kleines Schiff. Das sind halt schon dann eher die Menschen, die noch mehr Geld haben. Also ich glaube, die wollten gar nicht, dass ich ein Bild mit meinem Auto davor mache, weil das ist so gar nicht die Preisklasse. Aber ich fand es einfach atemberaubend, da zu stehen. Also das Gefühl war, ja, unbeschreiblich. Und der Herr, der hier links hinter mir steht, war halt dauernd so, also können Sie sich bitte beeilen, weil das wäre ihm echt unangenehm, weil normalerweise parken die halt echt McLaren, Lamborghini, Ferrari. Ich habe mir wirklich gedacht, Kollege, das ist für mich schon ein Traum, ne? Hier so ein Auto da stehen zu haben. Und er war so, können Sie bitte wieder fahren, weil das ist jetzt echt nicht so unser Klientel. Ja, das war etwas schwierig, aber es ist, wie es ist. Auch wieder da, 24,70, 400. Sekunde, nicht ganz offenblendig, weil ich halt ein bisschen mehr Schärfe haben wollte, weil zu 8er Blende hätte zwar funktioniert,
Aber bei 3,5 habe ich noch ein bisschen mehr Tiefe beim Auto, weil sonst wäre nur quasi der Kofferraumdeckel scharf gewesen und nicht mehr dahinter. Ich hatte eben davon gesprochen, dass ich das 35 immer für Details nutze. Dazu komme ich jetzt nochmal. Denn natürlich baut Mercedes nicht nur Autos, sondern die stellen auch Taschen her. Weiß wahrscheinlich keiner, außer die, die Mercedes fahren. Oder generell so Kaffeetassen, Caps, Jacken, Pullis, weiß der Geier. Also quasi Equipment für den gut situierten Mercedes-Fahrer. Und da habe ich das 35 mm genutzt und habe einfach noch die relativ tiefstehende Morgensonne genommen, um da dieses schöne Bild hinzukriegen. Und ich mag es jedes Mal wieder, wenn ich es sehe. Ist eigentlich nichts Spektakuläres. Eine Mauer, eine Tasche und so ein Kaffeehumpen. Aber es sieht einfach gut aus. 500. Sekunde, weil es war wirklich sehr hell. 2,8. Ich hätte auch noch auf 1,4 gehen können, aber ihr seht ja so, dass die Schärfe schon bedingt sitzt. Aber ich fand es trotzdem cool, weil es einfach gut aussieht. Um aber auf das perfekte 1,4er zu kommen. Hier haben wir nochmal eins mit 1,4er Blende. 35 mm Schlüsselanhänger. Auch ein Zusatz, das kriegt man nicht geschenkt, auch wenn man denkt, wenn man so ein Auto kauft für, ich habe den Wert noch gar nicht genannt, ne? Hat so einen Startpreis von 80.000 Euro, dieses Fahrzeug. Könnte man eigentlich erwarten, dass man vielleicht einen Schlüsselanhänger dazu bekommt. Aber nein, das ist Zusatz. Und den habe ich natürlich gut in Szene gesetzt, mit Offenblende 1,4, weil ich einfach fand, dass das so ziemlich gut raussticht. Ja, wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen, das perfekte Foto, Retusche. Ich habe jetzt für euch ein Vorher-Nachher-Bild und zwar im Hafen von Monaco. Das Bild sieht so aus. Das ist das RAW aus der Kamera, wie es rauskommt. Ich bin immer daran interessiert, das Foto schon von vornherein so zu belichten, dass es perfekt aussieht. Also ich bin kein Fan davon, der einfach sagt, schnell, 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 ich mache den Rest in Photoshop, das passt schon. Ich will immer alles richtig belichten und finde, es ist mir auch gut gelungen. Aber es gibt da einige Dinge, die mich wirklich stören. Denn zum Beispiel der Asphalt ist mega dreckig. Mich sieht man Gott sei Dank nicht so stark, aber den Herrn mit weißen Klamotten im Bild, das war ausnahmsweise mal nicht ich, war der Mann, der eben aufpasste, dass ich da wirklich schnell wieder wegkomme. Das gleiche Spiel ist der Herr rechts vom Auto im Wasser, der ein Boot hinter diesem kleinen Schiffchen da festmachte. Dann Bojen im Wasser, Schriftzug auf dem Schiff, um keinen zu verärgern. Der Dunst, also viele, viele Kleinigkeiten und ich zeige euch jetzt mal kurz das danach. So sieht das dann danach aus. Wenn man das Bild jetzt so sieht, wird man denken, ja, das ist ein schönes Foto, aber wenn man mal wieder zurückspringt, ich springe nochmal kurz zurück mit euch, es ist schon Wahnsinn, was es ausmacht. Das Foto an sich ist so schon schön, dann hätte man auch bestimmt so nutzen können, weil wenn ich manchmal, ich will meinen Kollegen ja nicht zu nahe treten, aber wenn ich manchmal Autobilder sehe, denke ich mir, da hätte man aber noch ein bisschen mehr rausholen können. Denn das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, das sind also Kleinigkeiten. Die Spiegelung im Auto habe ich entfernt, den Lack ein bisschen rausgeholt, die Felgen habe ich aufgehellt, ich habe den Herrn auf dem Wasser entfernt, ich habe den Schriftzug von dem Boot weggemacht, die Werbung auf den Satellitenschüsseln, ich habe den Dunst ein bisschen mehr hervorgehoben, die Farben etwas angepasst. Ich gehe nochmal kurz zurück, dass ihr nochmal sehen könnt, wie das vorher aussah. Und nochmal danach. Also ich finde, man kann schon sehen, dass da relativ viel Arbeit drin steckt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie lange ich da dran gesessen habe, aber ich kann euch sagen, das meiste an Retusche war echt der Lack. Weil Lack retuschieren. Ja, ich meine, meine Fotografenfreunde machen immer dann Witzel und sagen, ja, nimm doch einfach ein bisschen Zewa und Glasreiniger mit, mach das Auto sauber. Ist richtig, aber die Spiegelung geht davon trotzdem nicht weg. Also das bringt leider nichts. Ja, das war jetzt eigentlich schon mal so grob der Roadtrip. Ich habe noch ein ganz kleines Video zusammengestellt, wo man sehen kann, wie es wieder zurückging. Und was natürlich nie fehlen darf bei mir, ist Autobecher. Und ich glaube nicht, wie oft ich das Auto gewaschen habe. Ich glaube, ich habe das Auto auf dem Trip, ich will nicht lügen, 11 Mal gewaschen. Aber es muss halt sein, denn man kann sich Retusche halt auch wirklich sparen. Und zeige euch jetzt das Video, wie es wieder zurückging.
Ja, ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Es war nur eine ganz kleine Auswahl, weil ich einfach mich nicht entscheiden konnte. Es gab viel zu viele gute Bilder, aber um so einen groben Eindruck zu bekommen, wie so ein Roadtrip abläuft. Es waren, wie gesagt, 7 Tage insgesamt. Ich war 3 Tage vor Ort auf Mallorca. 4 Tage davon waren An- und Abreise. 2 Tage hin, 2 Tage zurück. Es waren ungefähr 4.500 Kilometer, die ich gefahren bin. Sehr wenig Schlaf, sehr viel Bilder, sehr kostenintensiv. Der Kunde war happy, ich war happy. Ich hoffe, ihr seid happy mit den Bildern. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut und bis bald.